ich möchte gerne jedes Spiel gewinnen. Und wenn man nicht gewinnt, dann ist man enttäuscht. Und dann versucht man da wieder das Beste auszuholen, um nächstes Mal wieder besser daran zu gehen. Ja, und man versucht immer wieder zu lernen. Ich hab das auch erst vor das Wochenende habe ich erfahren, dass ich jetzt ein von den älteren Trainer bin, ja, in der Bundesliga. Und so fühlt das sich nicht an. Man versucht immer das Beste zu geben für die Mannschaft, für den Verein. Ich gehe da auf meine Art und Weise mit um. Ich habe immer Druck gehabt und habe mich auch immer aufgelegt. Als Spieler und später auch als Jugendtrainer, als Koordinator und dann auch als Trainer. Das tust du immer, denke ich. Das Fußball, das ändert sich auch. Ja, die Spieler, die sind nicht mehr so wie früher. Die sind anders aufgezogen und da hat man mit zu tun, das ist doch klar. Wir hatten früher, keine Handys oder Kopfhörer oder wie dann auch oder was dann auch beispielsweise. Ja, wir hatten kein iPads, ja, Internet, ja, das kam erst ganz langsam. Da hatten wir alles nichts mit an Mut. Und heutzutage haben die Spieler so viel, ja, und mussten sich trotzdem dann doch auf das ganz Wesentliche konzentrieren. Das ist nicht so einfach. Die Fußballer, ja, die haben doch ein Gefühl und Gespür. Und du kannst nicht Fußballer als Monitore oder Computers oder Robots vergleichen. Die haben Gefühle und Emotionen und da hast du mit umzugehen. Ja, aber du kannst das nutzen, ja, um bestimmte Sachen, die was du vielleicht gesehen hast, um die zu bestätigen oder noch weiter zu entwickeln. Weil, glauben Sie mir, die Augen, ja, und die Ohren, die sind unheimlich wichtig. Ich sage auch immer, du kannst es auch vergleichen mit dein Zuhause. Wir waren mit 5, ja, hier hast du 25. Und glauben Sie mir, wie größer das der Familien ist, ja, wie deutlicher bestimmte Regeln sein müssen, um das auf eine gute Art und Weise hinzukriegen. Und das ist in einem Fußballverein genauso. Wie mehr Spieler, ja, wie mehr Wünsche, ja, und eigene Gedanken da sind. Nein, du kannst nur einen Gedanke haben. Und das ist Gemeinsamkeit.